Leute, willkommen zu einem neuen Video. Vorhin hat Amazon bei mir geklingelt und hat mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt. Ich habe auf diese Figur jetzt nach Bestellung fast genau 2 Monate gewartet. Umso geiler bin ich darauf. Es ist niemand geringerer, ihr seht es ja im Titel, der Masters of the Universe Origins Whiplash. Der Kämpfer aus dem Drachenland. Richtig cool. Oh, ich bin richtig nervös. Meine Hände zittern richtig. Geil, ey. Richtig geil. Ich bin echt total gespannt auf diese Figur. Hier, ihr seht ja, wie die Verpackung wackelt. Ich bin richtig am Zittern. Guckt euch dieses geile Artwork an. Mein Gott, bin ich am Zittern. Oh, muss ich ruhig bleiben, ey. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Ich bin gespannt drauf. Er scheint dem Vintage sehr nahe zu kommen. Vorne natürlich wieder das Masters-Logo. Wie gehabt, explodierende Steine, Whiplash-Schriftzug. Aber so auf Karte macht der richtig was her. Ich bin total begeistert, boah. Ich bin richtig am Zittern. Weil das ist eine meiner Lieblingsfiguren. Von vielen, wie ich weiß, aber von mir auch eben. Wow. Ich weiß nicht, wieso mich das jetzt so fertig macht. Wahnsinn, ey. Hier kämpft er auf dem Artwork gegen Fisto. Geil. Battle Armor He-Man ist da zu sehen. Ja, leider auch Trapjaw und Digitino, die nicht in Deutschland erscheinen werden wohl, wenn Mattel das durchzieht. King Randor, der kommt übrigens bei mir am Montag. Könnt euch schon drauf freuen. Mayaun Unboxing. Diesen hier habe ich nur einmal jetzt gekriegt, aber ich habe ihn daraufhin nochmal bestellt. Ich hätte die besser beide zusammen bestellen sollen. Dann wären beide jetzt hier. Der andere kommt erst Ende November. Aber egal. Tja. Guckt euch das mal an. Amazon. Guckt euch diese Karte doch mal. Lasst das doch mal auf euch wirken. Jetzt nicht das Zittern von mir hier beachten. Mein Gott, ich zitter aber wirklich heute. Fallgerade. Unpunched. Richtig cool die Karte. Hat zwar unten ein paar Knicker, aber das haben ja manche sogar schon, wenn sie original verpackt sind im Mailer. Ja, auf der Rückseite Verbraucherhinweise, ein geniales Artwork und natürlich wieder Mattel typisch, der Stern mitten auf dem Artwork. Wahnsinn. Ja, da würde ich sagen, packen wir diese geile Figur mal aus. Aber da ich den nur einmal habe, versuche ich natürlich das Artwork zu halten, aber das ist ja auch nicht sonderlich schwer, da es ja Gott sei Dank oben ist. Wow. Also das Comic, das sieht schon mal cool aus, oder es ist ja ein Bilderbuch. Trapjaw und Whiplash gegen Digitino. Oder Digitino, wie nennt ihr ihn? Wie sprecht ihr das aus? Wow. Ich hab's aber heute mit meinen zittrigen Händen. Habe ich eigentlich sonst nicht. Das ist die Aufregung. Wahnsinn. Ich zeige das gleich noch mal im Detail, das Comic. Macht aber schon vom Titelbild ordentlich was her. Hier ist den Beipackzettel, den kennt ihr ja. Muss ich jetzt nicht viel zu sagen, die sind die Bewegungspunkte. Und jetzt kommen wir zu dem Objekt der Begierde. Whiplash himself. Na, ich mach mal so. Wow. Wow. Also, ich habe den... Hier habe ich ihn doch. Hier ist die Vintage-Version. Ihr kennt ihn ja alle. Werde ich gleich mal vergleichen, aber wow. Also die Farbtöne sind die... Ich würde sogar fast behaupten, die sind gleich. Mein Kopf ist ein bisschen dunkler. Also der von der Figur, nicht meiner. aber die Arme... Das kann auch Vergilbung sein bei meinem Vintage. Theoretisch. Auch der Oberkörper. Gut, die sind nicht ganz genau gleich, aber mein Gott, das kommt wirklich verdammt nah am Vintage dran. Mega geil. Jetzt guckt euch das an. Jetzt, wenn die Gelenke nicht werden, könntet ihr die im Grunde gar nicht auseinanderhalten. Geil, ey. Du kommst jetzt mal hier hin. Hast ja schon 40 Jahre auf dem Buckel, so wie viele andere von uns. Du darfst schön da bleiben. Hier kommt wieder mein schönes Messer zum
Ein Satz. Ja. Irgendwann habe ich das noch mal im Kopf drin. Ich glaube, aus dem Elektrobereich gibt es diese kleinen Zangen unter anderem. Diese schönen kleinen Seitenschneider, so ganz, ganz kleine, feine Seitenschneider. Sowas werde ich mir auf jeden Fall mal holen. Habe ich ja, glaube ich, schon letztens erwähnt. So. Ah, sein Schwanz ist noch in der Verpackung. Darf man das sagen? Ist er jugendfrei? Es ist ihm der Schwanz abgefallen. Cool. Okay, der Schwanz, der wird hier quasi auf Po-Höhe wird er dran gesteckt. Ui. Der ist aber nicht aus so einem weichen Gummi wie der Vintage, sondern der ist auch Gummi, würde ich sagen. Aber härteres Gummi. Ist auf jeden Fall, ja, wie soll ich das sagen? Also es fällt auf jeden Fall schwer, ihn hinzustellen so. Weil, guck mal hier, der Schwanz, der ist länger als die Füße, aber der ist nicht so weich, so wie bei der Vintage-Figur. Das könnte zu einem Problem werden. Na gut, wenn man die Beine so ein bisschen nach vorne macht, so geht's. Ja, so geht's. So steht er gut, so steht er stabil. Hier, ich kann ihn auch fallen lassen, so. Ja. Ist auch ein bisschen nach vorne geneigt. Macht die Freude jetzt auch nicht weniger bei mir. Ist auf jeden Fall eine tolle Figur. Eine richtig tolle Figur. Dann der Stab, den habe ich das letzte Mal in meiner Kindheit gesehen. Seitdem habe ich den gar nicht mehr für meinen. Wow. Tja, was soll ich sagen? Wow. Was anderes fällt mir dazu nie ein. Die Gelenke sind alle schön fest. Geil, ey. Richtig geil. Da ist er. Richtig schön. Und hier die Rückseite. Und hier ungefähr da. Da. Da ist er dran gesteckt. Gut, man könnte ihn jetzt auch drehen, das ist auch kein Problem. Nur dann sieht es halt ein bisschen komisch am Rücken aus. Könnte man aber machen. Ich lasse ihn jetzt mal so. Jo. Paint Shop, muss ich mal eben gucken. Ich bin so begeistert, ey. Wahnsinn. Und das ist das, was ich immer meine. Es löst in mir immer noch Freude aus. Ich mache das nicht hier so, jo, ich habe eine neue Figur, ich zeige euch die mal hier, bitteschön. Und dann Kamera aus. Nee. Ich liebe es, die Sachen auszupacken, mit euch quasi. Und ihr seht das ja an meinen zittrigen Händen. Die Begeisterung ist immer noch da. Die ist immer noch da, nach all den Jahrzehnten. Geil, ey. Ach, herrlich. Nee, aber der Paint Shop sieht gut aus. Er sieht gut aus. Ja gut, hier ist ein vielleicht Stecknadelkopf. Große Kerbe hier drin, aber das stört mich persönlich jetzt nicht. Ansonsten ist der Paintjob 1A. Wirklich. Ist hier irgendwas anders als bei der Vintage-Figur? Klar, die Kopffarbe ist eindeutig heller. Aber das kann auch damit zusammenhängen bei meinem Vintage, dass der vielleicht schon ein bisschen vergilbt ist. Das will ich jetzt nicht beschwören. Selbst das Problem mit den krummen Fingern hat Mattel jetzt gelöst. Bei dem zumindest. Ich muss da mal bei den anderen drauf achten. Die Finger sind alle feilgerade. Da war ja immer das Problem, dass hier der Ringfinger so richtig weggeknickt wurde von Mattel in der Verpackung, in den Blister. Aber das Problem haben sie auch behoben. Die haben scheinbar den Blister ein bisschen geändert. Oder tun die im Werk anders rein in die Figur, Packung, in den Blister. Auf jeden Fall haben sie es behoben bei dieser Figur. Die Finger sind alle feilgerade, Handgelenke sind fest.
Die sind wirklich richtig fest, die Gelenke. Geil, ey. Der absolute Knaller. Absolut Wahnsinn. Am Daumen sind, also hier sind richtig auch die Krallen von ihm so angedeutet. Total geil. Ich hoffe, ich kriege das mit der Kamera nachher eingefangen. Okay, aber genug geschwafelt. Sehen wir uns die geile Figur mal im Detail an. So, sehen wir uns als erstes mal die wunderschöne Verpackung an. Ich darf noch mal dran erinnern, Amazon. Guckt euch das an. Und unpunched. Nur hier, es war ein bisschen hier schon sehr geknickt. Aber gut, das kennen wir ja. Guckt euch dieses geile Teil an. 40 Jahre Masters Symbol, wie immer, Whiplash. Ich hätte noch hinzugefügt, der Krieger aus dem Drachenland, aber gut. Oder der Kämpfer aus dem Drachenland. Ist leider nicht, aber ich bin ja froh, dass wir ihn kriegen. Hier dieses geniale Artwork. Das sieht doch mal geil aus. Wie Fisto ihn versucht anzugreifen und er haut ihn mit dem Schwanz. Darf ich das sagen? Er haut ihn mit dem Schwanz? Ich weiß nicht. Aber dieser verdammte Stern von Mattel. Immer mittendrauf. Sieht fast so aus, als würde... Oh, jetzt ist er nicht mal unpunched. Als würde hier Whiplash diesen Stern nehmen und den versuchen, gegen Fisto einzusetzen. Sorry, ich musste gerade kurz unterbrechen. Also hier seht ihr die restliche Wave. King Randor kommt, wie gesagt, am Montag bei mir. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Hier seht ihr quasi das Action-Feature, die Kampffunktion. Ist ja sein Schwanz, sein Schweif, sein Schwanz. Und hier seine Stabwaffe, die er dabei hat. Finde ich schon sehr schön, ey. Und wie geil, wie nah der dem Vintage drankommt. Ja, das ist die Verpackung. Dann kommen wir jetzt zu ihm selbst. Guckt euch das an. Origins. Vintage. Also mehr muss ich nicht sagen, ne? Total geil gemacht. Ich finde, der Paint Shop ist auch gut. Kann ich mich echt nicht beschweren. Absolut nicht. Der große Unterschied ist natürlich beim Schwanz. Hier, das ist alles Hartplastik. Das ist harter Gummi, denke ich mal. Also ihr seht es ja selber, ne? Hier auf der Höhe, hier kann man ihn drehen. So, kann man auch abmachen, mache ich jetzt nicht. Ich habe ihn ja gerade erst dran gesteckt. Und hier bei der Vintage-Figur war der halt komplett aus Gummi. Den konnte man biegen und dementsprechend die Figur natürlich auch gerade hinstellen. Das geht mit dem nicht. Der Schwanz ist ein bisschen länger, deshalb muss die so ganz leicht nach vorne geneigt hingestellt werden. Finde ich aber nicht schlimm. Ansonsten finde ich die Figur echt genial. Ich habe mich sehr darauf gefreut und bin froh, dass Mattel die so gut gemacht hat. Stabwaffe liegt auch schön in der Hand. Das hier lässt sich, glaube ich, nicht abmachen. Ich will es nicht versuchen. Es ist auf jeden Fall sehr stramm dran. Und jetzt fällt mir die Stabwaffe weg, egal. Hier, ich zeige es euch einfach. Also so war er ja im Blister drin. Steckverbindung. Wenn ihr wollt, könnt ihr wahrscheinlich auch ihren Kopf dran machen oder so. Keine Ahnung. Und der Rest ist halt komplett mit dem Torso verbunden. Auf jeden Fall eine mega geile Figur. Finde ich richtig, richtig klasse. Ja, das war die Figur. Hier, Stabwaffe kennt ihr ja. Ist jetzt nichts Besonderes, aber immer schön, sie zu haben. Die Anleitung kennen wir ja. Hier dieses Comic, ich finde die Zeichnung geil. Ich finde die Titelseite schon geil. Die macht schon richtig was her. Also die Zeichnungen, die werden echt immer besser. Die werden immer besser von Mattel, ohne Witz. Wenn ich da an die ersten He-Man Comics denke, also jetzt von den Origins, ne? Die Vintage-Dinger, die sind unübertroffen, da kommt nichts dran. Aber ihr wisst ja selber, die ersten Comics, da, die beim He-Man dabei waren, die waren ja grottenschlecht. Die Zeichnung, aber das hier, das ist doch schon eine ganz andere Liga. Geil, ey. Mega cool. Ja, Leute, das war's mal wieder mit meinem Video. Ich hoffe, mein kleines Unboxing hat euch gefallen. Und wie seht ihr die Figur? Findet ihr die geil? Wollt ihr die überhaupt haben? Und wie findet ihr die Aufmachung davon? Dass der Schwanz
teilbar ist. Ich meine, auf der Verpackung bei Amazon, auf dem Produktfoto bei Amazon, da hat es für mich so ausgesehen, als ob man den hier oben am Rücken abmachen kann. Aber kann man nicht. Ich reiß da jetzt nicht rum. Hat für mich den Anschein, als wäre der fest verbunden. Der ist auch richtig Hartplastik und der ist ein bisschen weicher. Oder? Der ist Hartplastik und der ist Gummi. Nee, aber wie findet ihr die Figur? Findet ihr die genauso schön und gut wie ich? Vielleicht findet ihr die auch scheiße. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.